Es wird hell. So, also nicht wundert, warum da fortfahren steht. Ich habe das eben eingestellt und ja, irgendwie bin ich wohl auf neue Geschichte gekommen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gleich den Taskmanager und habe gleich hier ja, geschlossen. So, glatt ein bisschen Pipi in die Hose gefallen vor Lachen. Schreien erst nachher offstream, wenn wir alleine sind. Ach, Schmavi. Du kleine Sau, doch. Hoffe, du bist nicht so wie manche Horror-YouTuber, die sich gefühlt vor einem fucking Blatt erschrecken. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Manchmal erschrecke ich mich wirklich wegen kleinen Sachen. Also, ich bin eine kleine Schisserin, ja. Aber ich denke mal, ne? Also ich denke mal jetzt nicht. Wir werden sehen. Ich sag am besten nicht so viel, sonst nachher reite ich mich hier voll in die Scheiße. Aber aufpassen, dass dein Trommelfell. Was? Dein Trommelfellplatz? Erika? Ist das zu laut? Dennis! Erika! Moin moin zusammen! Dennis, Mensch, wie geht's dir, mein Lieber? Ich habe gesehen, dass du letztens hier Dings gespielt hast, Valorant. na toll, Angstblatt incoming. nee, schon alles okay, wäre nicht das erste Mal. Also passt das vom Sound her oder ist die Musik... Nein, es geht um das, was Schmavi meinte. Okay, alles klar. Dann habe ich bestimmt wieder irgendwas nicht mitgekriegt. Oder es ging direkt an die Person. Dementsprechend ist ja alles gut. Ich halte mich da raus. Hallo Dennis, du smexy Stück Mensch. So, ich würde sagen, genau. Ich lade das definitiv, denke ich mal, auf YouTube hoch. Dementsprechend auch hallo an die Leute da draußen auf YouTube. Wir sind gerade live hier auf Twitch und wir zocken jetzt alle zusammen Erika. Deswegen nicht wundern, weil ich zwischendurch mal nach da gucke. Aber eigentlich ist das schon selbst erklärt, weil ich schon gefühlt 50.000 Mal erzähle. Aber ich erzähle es einfach sehr gerne, damit die Leute nicht denken, ich habe einen Haschmich. Naja gut, einen kleinen Haschmich habe ich so oder so. Aber naja, ne? Zur Erklärung. Genau, und dann würde ich sagen, kurz Lurk, weil ich wichtig bin. Okay. Also, ne, habt ihr jetzt alle mitgekriegt? Der Schmavi ist jetzt im Lurk. So, okay. Also, ich würde sagen, wir starten jetzt eine neue Geschichte. Und, okay. Das Neustarten der Geschichte wird den derzeitigen Fortschritt überschreiben. Ja, ich habe ja keinen Fortschritt. Ich habe aus Versehen mich verklickt, also bleibt mal entspannt. Wir drücken auf neue Geschichte. Dies ist eine interaktive Geschichte. Deine Entscheidungen schaffen nur eine von vielen Perspektiven. Oh Gott, für immer deins. Ach so, ich muss höchstwahrscheinlich... Ich wundere mich die ganze Zeit. Warum passiert denn nichts? Ich wollte schon was trinken. Ich trinke jetzt noch mal was. Ich glaube, ich muss aufs Feuerzeug drücken. Moment. Hallo? Ah. Okay. Ach so, ja, Mensch, mach doch. Ich gucke mal ganz gespannt, was passiert. Oh. Kaugummi. Und es werde Licht.
Ja. Mach es aus, es ist so hell. Ja, Playmaker. Ich bin sowas von begeistert gerade. Erika. Das ist kein Spielzeug. Nee. Das ist gefährlich. Ja. Damit spielt man nicht. Ich schmelze. Okay. Bist du bereit? Mama und ich haben uns vor vielen Jahren kennengelernt. An einem Ort namens Delphi House. Oh ja, oh Gott. Jetzt kommt so die ganz klassische... Sie war Krankenschwester und ich war ein Arzt. Krankenschwester und Arzt. Okay. Mit Real-Video. Immer schön den Riechkolben rein. Ja, also Erika ist im Endeffekt nicht nur ein interaktives Game, sondern, wie ihr gesehen habt, also wirklich auch mit echten Menschen. Also ein interaktiver Film, sozusagen. So, ich gucke mir das mal an, das Foto von meiner Mutter. Oh, Arzt und Krankenschwester. Nachts haben wir uns Geschichten erzählt. Sie erzählte mir von der Zukunft. Wundervolle Dinge, die nur sie sehen konnte. Wenn man jetzt die Stimme besser und weniger die Musik hören würde, da würde ich schon glücklich sein. Versteht man die Stimmen nicht so gut von den Leuten? Allein so gut? Zwei Oktaven gleich höher. Was? Illegales Rollstuhlrennen auf dem Flur. Es geht sofort weiter. Der Chat ist hier gerade ein bisschen on point wieder. Die hypen wieder. Egal was ist. Entweder weniger oder mehr davon nehmen. Hey Tochter, ich muss dir von deiner Mutter erzählen, die du wahrscheinlich schon kennst wegen Xbox. Okay, wir machen jetzt erstmal weiter. Ich erzählte von der Vergangenheit. Von einer Priesterin. Mit einem Schmetterlingsmal. Die ins Feuer blickte und die Zukunft sah. Das aber toll. LB Soldier, vielen, vielen Dank für deinen Host. Dankeschön, mein Lieber. Ich sagte ihr, dass sie magisch war, so wie die Priesterin. Ich weiß, du bist auch magisch. Aber du musst es mir beweisen. Wähle ein Foto. Dein Lieblingsbild. Warte. Okay, warte. Ich guck mal. Aber ich glaube... Gerne und hallo, kann leider nicht dabei sein heute, aber ganz viel Spaß. Danke dir, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. So, warte mal ganz kurz. Moment. Ich muss noch einmal ganz kurz nur. So, ich guck mal, ob ich das bei OBS ein bisschen ändern kann. So, warte. Er muss ja sappeln. Dementsprechend, ich suche mir mal kurz ein Foto aus, ne? Ja, die Stimme ist echt leise. Das ist natürlich doof. Also ich verstehe ihn gut, aber ich denke mal, es liegt auch einfach daran, weil ich Kopfhörer auf habe. Ja, komm. Könnt ihr jetzt bitte mal reden, damit ich weiß... Jetzt sagt sie nichts. Und nun schließe deine Augen. Konzentriere dich. Und nun
Beschwöre die Kraft der Priesterin. Besser? Finde deine Mutter wieder. Was sollen wir denn jetzt tun? Lass uns sehen, ob du dein Lieblingsbild findest. Jetzt habe ich nicht zugeguckt. Ist das besser mit dem Sound? Ja, besser. Okay, alles klar. Hier leuchtet es überall. Puh. Warte mal, jetzt habe ich nicht zugeguckt, wie er es zusammengelegt hat. Ich bin verwirrt. Ich nehme die goldene Mitte einfach. Nehme ich doch nicht die goldene Mitte? Ich möchte das hier. Okay. Dann nicht. Schade. Nimm die drei. Macht nichts. Du bist dennoch magisch. Ja, bin ich das? Dankeschön. Sie ist immer bei dir. Bitte vergiss das nie. Selbst wenn sie nicht hier ist, so ist sie immer noch ein Teil von dir. Okay. Sieh genau in das Feuer. Wenn du in dem Feuer die Zukunft sehen könntest, was würdest du sehen? Jetzt die drei neben solchen. Zukunft, ne? Wir haben hellseherische Kräfte. Sehr nice. Ja, genau. Guck dir doch die Wunder richtig an. Wir gucken uns die. Lauf! Okay, also hat die arme Erika ihre Mama verloren und ihren Papa. Das war schon, fängt ja schon nice an. Boah, ist das ein Gammelbart. Kannst du wischen? Die sieht genauso aus wie ich. Die hat auch so. So Augenringe. Meine Haare kitzeln mich die ganze Zeit im Nacken. Warte mal. Ich muss hier kurz mal vor meinem Hoodie mal die Mütze. Und mir das hier so. Loslassen, hineinsehen, rechtfertigen, beruhigen. Hineinsehen. Das ist deine Schuld. Nein. Ich frage mich, was passieren würde, wenn du nichts machst. Würdest du weiterhin den Wasserhahn anglotzen? Ich glaube ja. Oha, da übergibt sich jemand. Super, Wasserhahn, muss ich länger angucken. Doch, du hast es angeklickt. Ja, ich habe hier mich entschieden, das stimmt. Ja, ich möchte da durchgucken. Kannst du da... Was ist das für ein Guckloch? Guck da durch. Da links. Ja, Mensch, schon. Die Nacht war doch gut, ne? Kotze jetzt vor meiner Tür? Ey, Mädel, verpiss dich. Das ist auch noch meine Nachbarin. Na, schön. Okay.
Ja, ich helfe. Brauchst du Hilfe? Okay. Wir wollten nur nett sein. Okay, also es geht doch, die gewisse Zeit läuft doch ab. Ah, das Bild, was wir uns ausgesucht haben. Der Mörder. Obwohl ich fand, das sah eher aus wie eine Frau, ne? So ein bisschen. Leerzeichen hast du. Irgendwas mit Lore Murdered stand da gerade. Also das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Paket, was wir bekommen haben, wo... Haben wir was bestellt? Weil meistens fahren sie doch weg. Oder es geht verschollen. Das war rot da unten, ne? What? Ja, Mensch, du. Gib mal Flosse, Genosse. Miss Mason? Ja? Ich bin Sergeant Blake. Ich leite die Untersuchung. Darf ich? Ich gebe es auch zurück. Was steht da? Überreichen oder rausreißen? Das ist die Wunde von unserem Papa, ne? Ja, könnt ihr aber entscheiden, wenn ihr Lust habt und Bock habt. Ich zwiebel mir mal kurz eine Schokobrezel rein. Immer das Gegenteil. Oh. Es läuft also wirklich die Zeit ab. Malst du sowas oft? Aber überreichen war ja gut. Das ist griechisch, oder? Ein delphisches Epsilon. Kooperieren. Es war auch auf dem Medaillon. Die Stimmt. Hand gehörte einem Mann namens Kel Johar. Er arbeitete im Delphi-Haus. Ich glaube, du warst mit deinem Vater dort. Es geht um meinen Vater? Der Fall deines Vaters ist nicht gelöst. Wir gehen von einer Verbindung aus. Na, stimmt. Er gründete das Delphi-Haus mit einem Mann namens Lucien Flowers. Dieser ist womöglich auch ein Ziel. Wir behalten das Delphi-Haus im Blick. Mit Personenschutz. Ich übernehme die Untersuchung ab jetzt. Dort ist es im Moment auch am sichersten für dich. Na toll. Ich bin also in Gefahr? Okay, aber nicht lustig. Aber gut, mach. Thank you.
jetzt beschützt. Warum sind wir magisch? Können wir wirklich hell sehen oder was? Was geht da ab? Ja. Hallo! Nicht? Hallo, wenn ich hier da bin, dann soll jemand kommen. Was ist denn das? Ich gehe nachsehen. Ja toll, jetzt lass mich alleine. Du bist ja ein Supermann. Ha! Das ist ja wieder toll. Ah, okay. Kann ich da irgendwas machen? Geil! Sekte! Ich komm! Ja. Hinterher? Hinterher oder ans Telefon? Hinterher oder ans Telefon? Ich würde ja gerne hinterher, oder? Ich bin gespannt, was das für eine Sekte ist. Weil ganz ehrlich, warum soll ich ans Telefon gehen? Ich bin noch nicht da. Komm, Leute, wir gehen da hinterher. Ich möchte da hinterher. Geh da hin. Bin ja nicht angestellt. Da ist jemand drin. Guten Tag, hallo. Ob wir zu neugierig sind? Es ist ein schlechter Zeitpunkt, Sie zu besuchen. Ihre Behandlung befindet sich in einer kritischen Phase. Mir ist egal, was er sagt. Ich will Sie sehen. Er gab mir sein Wort. Beruhigen Sie sich. Sie sind müde und emotional. Verdammt nochmal, Rosa. Menschen sind tot. Seine Hand wurde entfernt. Aha. Wir haben weder Fingerabdrücke noch Zeugen. Wir wissen nicht, wie sie reingekommen sind. Guten Tag. Was machst du da? Ich? Ich existiere Nein, einfach nur. Hier steht nichts. Aha. Nicht ein Wort über sie. Das Tattoo ist doch dieses Zeichen. Ihr seid alle in der Sekte. Das war reine Zeitverschwendung. Sie haben sie also gefunden? Ich hätte einfach hier bleiben sollen. Da waren Frauen. Und sie trugen Masken und sie... Ja, ich sehe mal nach. Vielleicht eine Art Therapie. Wer sind Sie? Ja, ich bin Sergeant Blake. Ich leite die Untersuchung. Dr. Ballard erwartet mich. Ich bitte um Verzeihung. Wir haben viel zu tun. Sergeant Blake, Rosa Ballard. Den Chief Inspector kennen Sie bereits. Mhm. Sir, das ist Erica Mason. Tut mir leid, dass wir uns unter solchen Umständen kennenlernen. Können wir irgendwas tun, damit du dich hier wohler fühlst? Schon okay, ich... Tut mir auch leid. Na komm, ich zeig dir den Weg. Wie alt mag die sein? Die, also wenn, dann ist die Schauspielerin wirklich sehr, sehr klein. Du erinnerst dich nicht an mich. Ich habe mit deinem Vater gearbeitet. Ich habe auf dich aufgepasst, als du klein warst.
Ja. Du hast oft im Keller nach Geistern gesucht. Ja. Sie kannten meine Eltern? Ja. Dein Vater hat mir viel beigebracht. Und deine Mutter war unglaublich. Brillante Schwester. So klug und witzig. Naja, wir sind da. Erkennst du es wieder? Das weiß ich noch nicht so recht. Lass mich mal gucken. Mr. Steinbeck, der Nachtwächter, ist die Treppe runter, falls du irgendetwas brauchen solltest. Ich hätte jetzt so gelacht, wäre da irgendwas rausgesprungen. Aber ich glaube, das wäre zu klassisch. Schallplatten. Wir da was Schönes. Okay. Flashback 1000 hat sie gerade. Schau auf den Arm. Sie ist genau wie du. Thank you.
den Teppich. Es ist sauber. Kirsty, du darfst helfen, aber nur, wenn ich dabei bin. Jemand muss auf dich aufpassen. Kein Putzen ohne Aufsichtsperson. Machen. Du magst das nicht? Willst du mit mir vielleicht darüber reden? Hör auf, Toby. Ich versuche zu spielen. Lass sie in Ruhe. Wie du meinst. Hey, Todeswunsch. Komm her. Ignoriere sie einfach. Sie hat emotionale Probleme. Ich hoffe, du verreckst, Hannah. Ich bemühe mich. Was spielst du da? Das? Arie für Delphi von Typ. Keine Ahnung, ist sicher schon tot. Hier, setz dich. Ich will dir was zeigen. Siehst du den Teil? Ist leicht. 4 Noten. Bam, 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 bam. Ganz einfach. Das war neu. Kirsty muss im Mittelpunkt stehen. Sie ist die Unschuld vom Lande, bis irgendwas geschieht, das ihr nicht passt. Und dann... Sofort aufhören! Erika? Sergeant Blake ist hier. Er erwartet dich im Büro. Rein! Erika Mason, du siehst aus wie deine Mutter. Letztes Mal konntest du kaum über den Schreibtisch sehen. Ich bin Lucien Flowers. Ich habe die Klinik mit deinem Vater gegründet. Sie schenkten mir eine Puppe, als ich klein war. Ich hoffe, es war auch die richtige. Hast du gut geschlafen? Ist manchmal etwas unheimlich hier. Letzte Nacht, der Mann am Empfang. Mr. Steinbeck, ja. Er kann ziemlich unfreundlich sein. Ich bitte um Entschuldigung. Ich werde mit ihm darüber reden.
Es ist sicher nicht leicht für dich hier zu sein. Und es ist nicht viel, aber ich habe was für dich. Es gehörte deinem Vater. Er schenkte es deiner Mutter zu ihrer Hochzeit. Ich habe es aufbewahrt. Hey. Tut mir leid. Ich habe gerade mit der Forensik gesprochen. Erica, es ist wahrscheinlich, dass der Mörder deines Vaters auch Mr. Johar getötet hat. Es gibt vielleicht andere Opfer, von denen wir nichts wissen. Sie könnten durchaus wieder töten. Was machen? Uns fehlen die Anhaltspunkte. Aber Mr. Flowers hat etwas vorgeschlagen, wodurch du dich an das Gesicht des Mörders erinnern könntest. Ich sehe Flashes. Albträume und einen Umriss einer Frau mit Pistole, aber das ist alles. Es ist wie eine Therapie. Dein Vater hat sie entwickelt. Möglicherweise hilft sie mit deinen Albträumen. Es ist gänzlich schmerzfrei. Absolut sicher. Okay. Okay, von mir aus. Ich zeig dir ein paar Bilder, die dich entspannen und deinen Verstand öffnen sollen. Dein Vater. So schmar wie du Sau. Max Legend, vielen, vielen Dank für deine Bits. Dankeschön. Hallo Reba. Meine Güte, ey. Sie so scheiße. Woher wusste er das? Ja, aber sowas von. Also, wenn sich gewundert wurde, warum ich nicht gesprochen habe, ich habe von Schmavi zweimal Sprechverbot hintereinander reingeknallt bekommen. Sprich, 10 Minuten war jetzt Sabbelpause. Es tut mir leid. Schmavi ist schuld. Schmavi ist der Mobber. Wisst ihr Bescheid? Max Legend, vielen, vielen Dank nochmal für deine 10 Bits. Dankeschön. Kam mir eher vor wie 2 Minuten, Schmavi. Ich schwöre dir, du. Später gibst du erstmal einen Arsch voll. Na, meine Liebe, Krübel. Ich spare meine Punkte für den 2. Holo-Sticker. Ja, das weiß ich, Burner. Das weiß ich. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte hier einmal ein bisschen die Leute wach kriegen. So. Und dann, ja, können wir auch gleich weiterzocken. Es sei denn, ich krieg gleich wieder ein Sprechverbot reingehauen. Komm vorbei, dann kannst du mir den Hintern so oft versohlen, wie du möchtest. Ja, Schmabi, sag das nicht so laut, du. Leg dich nicht mit mir an, du. Und außerdem, das, ganz ehrlich, daher, dass du das so sagst, ne, dann stehst du da ja drauf, ne? So, wir machen jetzt weiter. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt, wie sie die Flashes triggern wollen. Aber ich vermute mal Hypnose. Ich stehe auf Härteres. Oh Mann, der Chat geht ab. Ich merke schon. Er entwarf die Regressionstherapie, um unseren Traumapatienten zu helfen. Okay. Das erste Bild ist ein Test. Sag mir einfach das Erste, was dir einfällt. Himmel. Gut, sehr gut. Wenn dir etwas Wichtiges einfällt, dann schreib es bitte auf. Ich weiß, es ist schwer, ein Trauma erneut zu durchleben, aber du bist hier sicher. Fangen wir an.
Also die, die auf jeden Fall da den Vater umgebracht hat, das war eine Frau. Parfüm. Glaube. Milch. Gefahr. Maske. Oh fuck. Das, töten? Das geht immer schneller. Ah! Stopp! Bleib ruhig, Erika. Stopp! Okay. Alles okay. Hey, ganz ruhig. Was ist passiert? Schon gut. Du hast gemalt. Du hast die ganze Zeit nur gemalt. Okay, das Unterbewusstsein. Alles klar, das möchte ich jetzt alles sehen. Das ist die Mutter, oder nicht? Ja. Aber eine schöne Frau. Warum hast du sie gemalt, Erika? Warum deine Mutter? Nein, Schmavi, ich habe mein OnlyFans nicht mehr verlinkt. Schade, Schokolade, ne? Deine Mutter sagte mir, dieser Ort war ihr ganzes Leben. Sie arbeitete hier, verliebte sich hier, gebar dich hier und später starb sie auch. Hier. Dr. Ballard meint, ich soll dir das hier zeigen. Die Prozedur durchzumachen war sehr mutig. Es ist kein Wunder, dass du deine Mutter sahst. Es ist ein komplexer Prozess. Es braucht Zeit. Ich will es noch mal versuchen. Ruh dich aus. Entspann dich. Wir versuchen es später. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Wie brauchst du? Dein Vater ließ den Oleander in Andenken an deine Mutter pflanzen. Ihre Lieblingsblume. Sie bringen uns Glück.
Entschuldige. Manchmal haben die Frauen einen harten Tag. Einige wollen sich manchmal nur nicht offenbaren. Hannah, dass du schon wach bist? Das ist Erica Mason. Sie bleibt für eine Weile bei uns. Ich habe sie vor Toby gerettet, indem ich das Klavier vollgeblutet habe. Die bringe ich zu Doc Ballard. Wir machen Parfum. Machst du mit? Du kannst dich natürlich auch gern Toby anschließen. Eigentlich gibt es gleich Mittagessen. Die Auswahl ist groß. Warum schnappst du dir nicht einen Happen und triffst ein paar der anderen Frauen? Klar. Wer genießt nicht gern ein schlechtes Sandwich im Beisein von Fremden? Möglicherweise sollte ich nach Toby sehen. Kein Problem. Dann sehen wir uns später. Erica, es ist löblich, dass du Kontakte knüpfst. Aber einige Frauen hier können sehr manipulativ sein. Sei vorsichtig. Das ist alles. Folgst du mir? Lass mich los. Du bist eine dumme Touristin. Unschuldig und ahnungslos. Hier gibt es Geheimnisse. Du solltest gut aufpassen, sonst wirst du es bereuen. Hier gibt's Geheimnisse? Was meinst du damit? Verstehe. Suchst du ein Abenteuer? Ja? Na gut. Dann komm mit. So, ich darf wieder reden. Juhu! Also ich glaube, ich muss das Sprechverbot ein bisschen teurer machen. Schmavi. Sauerei. Dreimal fast hintereinander, ey. Fuchsi, wie geht's dir, meine Liebe? Schön, dass du reinschaust. Ah, Mann, ey. Also, ich habe damit kein Problem, die Schnuss zu halten, aber es ist halt schon komisch, wenn dann jemand kommt oder Bits oder Raid oder sonst irgendwas und ich darf nichts sagen. Auf gar keinsten. Doch. Nessie, vielen, vielen Dank für dein Raid. Hallo, ihr Lieben. Wie geht's euch? Nessie, vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Super. Und selbst mir geht's auch gut. Was habt ihr gezockt? Schwavi, anstatt ein Sprechverbot jetzt hier reinzuballern, kannst du bitte mal ein Shoutout machen. Mein Mod, der mobbt mich hier gerade. Der hat mir schon drei Sprechverbote gerade hintereinander reingeballert. Chaos auf Deponia? Geil. Das ist ein geiles Spiel. Dankeschön, lieber Mod EU-Wetz. Dankeschön. Ach ja. Nerdy Bias ist auch dabei. Hier kommen... Was hast du geschrieben? Hier kommen die Flauschis. Flauschis entertain uns. Mobbende Mods läuft. Danke für den Shoutout. Gerne. Vielen, vielen Dank für den Raid. Dankeschön. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Zapperzap. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Und herzlich willkommen. Nur am Meckern, die Frau. Ich bin nicht am Meckern. Aber es ist halt, Gott sei Dank war es gerade vorbei, die 5 Minuten. Sonst wäre es wieder so absolut weird gewesen, wenn ich hier sitze und ich rede und ich sage. Und das ist dann immer so, ja. Naja. Naja, wir spielen auf jeden Fall Erica. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Erica ist ein interaktives Thriller-Game. Und ja, je nachdem, wie man sich entscheidet... ändert sich das ein bisschen. Hashtag abgehoben. Also ihr seht, mein Mod, der liebt mich. Er liebt mich. Das ist so eine kleine Mischung aus, ja, Liebe und Hass, glaube ich.
Aber ich glaube, ich muss auch gleich mal hier... was? Schnarvi. Schnarvi, du schon. Genau. Wir nennen ihn jetzt Schnarvi. Schnarvi, der Schnarcher, du. Egal, wie du es aussprichst, die meisten nehmen die einfache deutsche... Alarm! ...deutsche Alarm! Sprechweise. Ich kann ja auch Zeppi sagen. Ist das auch okay oder ist das zu verniedlicht? Musst du sagen. Musst du mir ein Go geben. Oder sagen, nee, Kümmel, das geht überhaupt nicht. Dann sage ich natürlich die ganze Zeit Zapper Zap. Oder Zapper Zap. Zapperer Zap. Ach ja. Ja, ich habe ein bisschen Schlafmangel. Zeppi. Ja, Zeppi. Ja, warum nicht? Mich darfst du nennen, wie du möchtest. Oh, Schmavi. Guck, da kann er dann doch wieder. Das ist so typisch so, die Männer, die erst die ganze Zeit piesacken, ne? Und dann, wenn sie einen Einlauf kriegen, dann, oh. Oder du bist so süß, wenn du dich aufregst. Zeppi oder Zapper wäre ich mehr. Okay, dann bin ich für Zeppi oder Zappi. Hab das M vergessen. Nee, das finde ich gut. Das finde ich gut, Pretty Woman. Schnavi. Schnavi einfach. Schnavi der Schnarcher. So. Ich bin immer voll lieb zu dir. Ist auch egal. Genau, okay, alles klar. Ich finde Zappi ganz gut. Zappi finde ich ganz gut. Ich merke mir jetzt Zappi. Ist jetzt abgespeichert. So, wir gucken mal. Wir haben Geheimnisse hier in der Irrenanstalt. Okay, zum Teil. So, Schnavi, du haust jetzt nicht noch ein viertes Mal Sprechverbot rein, ne? Bitte. Ich möchte mal ein bisschen was sagen. Hier. Na toll, saufen. Das habe ich vorhin vorbereitet. Ich will dich jetzt befragen. Hallo. Was ist das? Alkohol. Tödliches Gift. Niemals. Oh Gott. Es gibt Haare auf der Brust. Wir füllen sie jetzt einfach ab und dann erzählt die uns alles. Was ist das? Ah, das ist Gin. Ne, forget it. Ich trinke kein Gin. Saufen morgens, mittags, abends. Ich will saufen. Ja, komm, wir trinken. Wir haben so viel. Hallo, ich möchte trinken. Ah, nee. Ja, wir trinken. Wir haben uns entschieden. Wir trinken jetzt. Kann nix ab. Ist das wahr? Jemand hat dir eine Hand von dem Typen geschickt? Du willst dich ja nur verstecken. Wer hat dir das gesagt? Du bist berühmt. Ja. Kein, der nicht davon redet. Bäh, das schmeckt doch nett. War dein Vater nicht so ein genialer Arzt? Hat er wirklich die Klinik mit Flowers aufgebaut? Ja. Ja. Na und? Was ist mit deiner Mutter? Sie ist ein normaler Mensch. Meine Mama ist tot. Hörte sie ging hier drauf. Boah, Alter, die ist ganz schön. Wieso hast du mich hergebracht? Mach es auf. So eine Sektenopferung. Wo hast du den gesehen? Das ist nicht von mir. Satan! Eine schaurige Geschichte. Echt strange. Schön bad. Das Mädchen, das ihn gezeichnet hat, ist tot. Sie hatte komische Träume von pinken Blumen, die vom Himmel fallen. Sie hatte Nasenbluten. Und Anfälle. Und dann zeichnete sie das.
Nasenbluten? Ja, wie Hannah. Mhm. Die kriegen bestimmt irgendwas hier voll verabreicht. Ich hörte ihr nicht zu. Jeder dachte, sie wäre durchgeknallt. Nach ihrem Tod fand ich das. Mhm. Nur zu. Wir saufen jetzt auch nur diesen Schnickschnack, damit sie mit uns sabbelt. Weil sonst... Aber ich weiß nicht, ob ich der trauen kann. Irgendwie ist sie wie ein bisschen sehr. Siehst du? Ziegenopferung. Das Symbol ganz unten? Das ist von einem alten Tempel an einem Ort namens Delphi. Sie holten sich Frauen und haben sie mit irgendwas vollgepumpt. Damit traue sie nur die Zukunft selbst, vorhersagen. Die Frauen wurden krank. Jetzt hör mal auf, so viel zu saufen, es reicht. Anfälle. Dann starben sie. Denkst du, die machen hier auch sowas? Ich weiß, wie das klingt. Aber pass auf. Ja? Ja, da ist was hinter. Okay, also sie dahinter wird sich ist etwas. Ja, das ist korrekt. Ein Tunnel oder was weiß ich. Erika, jetzt hör auf. Sie ist immer weiter am Saufen. Hey. Weißt du, wie Opa Flaus an seine Kohle kam? Er hat die Zukunft verkauft. Nein. Naja, okay. Aha. Ich bin müde. Dann schlaf. Bist du müde? Nein. Oh nein. Die pennt schon. Okay. War da jetzt doch was drin? Die verträgt ja gar nichts. Hm. Dann hast du mit mir noch nicht getrunken. Ich bin doch schlimmer. Nichts mehr gewöhnt. Richtig, das ist es. Man ist nichts mehr gewöhnt. Ein Haar. Ein blondes? Ist das jetzt Realität oder? Fiktion. Was ist wahr und was ist Lüge? Sind jetzt bei Jonathan Frakes oder wie er heißt? Bei X-Faktor. Nee, riechend denke ich mal, das ist okay. Sieh an, wen haben wir denn da? Wo warst du denn bloß? Ich hab dich überall gesucht. Du hast ein Päckchen. Aha. Sieht ziemlich teuer aus. Schon wieder? Oh, ist das hübsch. Und ein Whisky on Eis wäre was. Öffne es. Da bin ich auch raus. Kriegen wir jetzt wieder eine Puppe? Das Themenalter sind wir doch jetzt raus, oder? Tatsache. Ey, geht hässlich. Ja, ich finde solche auf. Puppen auch nicht so. Wie geht's dir? Also okay? Alles okay? Okay, sie hat gerade einen epileptischen Anfall.
Scheiße! Zurückbleiben! Gib ihr Platz! Von wem ist denn bitte jetzt diese Haut? Wie geht's dir, meine Liebe? Was ist passiert? Ja, da ist ein bisschen Haut. Ja, der kann ja auch. Das muss ja jetzt keine menschliche Haut sein, ne? Obwohl, stimmt. Der hier Typ am Empfang hat doch das Tattoo gehabt. Ja, sauber und selbst. Mir geht's auch gut. Das freut mich zu hören, meine Liebe. Das Paket wurde gestern gesendet. Also. Wir suchen eine Beschreibung des Absenders. Lebt er jetzt noch oder ist er ja tot? Sieh dir das an. Aber freut mich, dass du reinschaust. Da wohnt Karl Steinbeck, der Nachtwächter. Ja. Okay, dann würde ich sagen, der ist tot, würde ich behaupten. Oder? Würde ich wirklich behaupten. So. Nie wieder das Game. Ja, mir steht's da noch bevor. Ich werde das auch noch versuchen. Wir haben ein Team vor Ort. Ja, genau. Ist er tot? Ist er tot? Wurde er schon gefunden? Wir tappen im Dunkeln. Ja, natürlich. Die Polizei tappt immer im Dunkeln. Bei solchen Geschichten. Warum hatte er dieses Symbol auf seinem Arm? Gehörte er einer Sekte? Es hing früher über dem Eingang. Es stammt vom Apollon-Tempel in Delphi in Griechenland. Ihr Motto war, kenne dich selbst. Mhm. Dein Vater fand es, passt doch zu uns. Nachdem er starb, wurde das Schild entfernt, aber Karls Tattoo blieb. Okay. Uff, ganz viel Nerven. Dann ist da noch das hier. Das glaube ich. Warum die Puppe? Ja, weil das unsere Puppe war. Aber ganz ehrlich, die Frage ist, wo ist die geblieben? Also, nachdem wir sie... Wir haben die ja von dem Klinikbesitzer hier geschenkt bekommen. Sie war ein Geschenk von Lucien. Hm. Er gab es mir, bevor mein Vater starb. Ach, ist er gar nicht? Der weiß irgendwas. Erica hat ja immer so viel Zeit verbracht. Es gab keine anderen Kinder. Ich habe ihr oft Spielzeug und Süßigkeiten zugesteckt. Der ist so irgendwie auch diese komisch. Puppe. Wir müssen zurück in deine Wohnung. Du musst dich für mich umsehen und herausfinden, ob sonst noch etwas fehlt. Pack dort ein, was du benötigst. Okay. Ganz egal was. Ich brauche Nervennahrung. Du wirst wohl noch eine Weile bleiben. Schokobrezel! Mhm. Okay. Das wollte ich schon immer mal machen. Alles in Ordnung? Tatortbegehung. Ja. Habe ich nicht... nicht so? Ich habe irgendein Kommand. Ich weiß ihn nicht mehr. Scheiße. Scheiße? Ich frage die Nachbarn, ob sie was gesehen haben. Nö. Wenn es wichtig ist, haben die Nachbarn nie was gesehen. Nichts gehört und nichts gesehen. Immer beschäftigt. Ich möchte das Foto sehen. Ich möchte das Bild sehen. Okay, das Bild ist draußen. Polizei! Es gab einen Einbruch. Gott! Genau, ja. Warte da. Mach die Tür zu. Polizei! Öffnen Sie die Tür oder ich öffne sie mit Gewalt! Na, endlich! Ich werde jetzt die Tür eintreten. Aber irgendwie kann ich den... Was ist denn jetzt los? Was ist jetzt passiert? Ich werde jetzt die Tür eintreten. Ja. Stimmt. Die gespuckt hat, hätte ich beinahe gesagt.
Okay, ich weiß nicht, warum. Hallo, ich folge. Ich. Was? Ich wollte folgen. Was war das? Das klippe ich dann. Ja, mach mal so. Was bist du denn für ein... Oh, ein Fussi. Und ich habe mich nicht erschrocken, Leute. Ne? Also ich möchte es nur mal sagen. Ich habe mich nicht erschrocken. Ich bin sehr traut gerade auf mich. Mein Englisch ist very gut heute wieder. Ein Fuchsi! Ich möchte antworten. Antworten! Hallo? Ich habe dich beobachtet, Erica Mason. Ich beobachte dich schon sehr, sehr lange. Wer ist da? Ich gab dir das Medaillon. Den Schlüssel zu allem, doch du hast es weggeworfen. Ich träumte von Blumen und Feuer. Ich sah meine Freunde sterben. Deine Mutter sah es auch. Sie lebt noch, Erica. Was? Gemeinsam können wir sie retten. Hä? Wie, die lebt noch? Jumpscare. Nein, diesmal nicht. Nee, die lebt doch nicht. Steh doch jetzt keinen Scheiß. Wir sollten gehen. Karl Steinbeck ist tot. Ach, ist er in der Nachbarwohnung? War das nicht die Stimme von der, die Nasenbluten hatte? Also hörte sich so an. Ein bisschen. Hey, Mozart. Aber wir haben mit ihr gesoffen. Jetzt haben wir sie auf unserer Seite. Vielleicht ist es ja ganz gut, dass wir die Psychotante auf unserer Seite haben. Warum haben die eigentlich alle solche Nachthemdchen an? Das ist ja wie so ein Insassen-Outfit. Okay, das ist die Leiche. Nee, doch nicht. Das ist die Nasenblutentante. Sie bereiten Hannah auf irgendeine OP vor. Sie wuchs in einem scheiß Pflegeheim auf. Hat auf Depri gemacht, um abzuhauen und landete hier. Sie war nicht mal krank. Jetzt soll sie aufgeschnitten werden. Das ist komisch. Guten Morgen alle zusammen. Ja, moin, Christian. Na, wie geht's dir, mein Lieber? Allein guten Morgen. Such nach komischen Dingen, die hier fehl am Platz wirken. Habt ihr was ins Steam geschickt? Ich guck gleich mal. Warte kurz. Wie ist das hilfreich? Wir forschen nach. Wir forschen. Nachforschen ist hilfreich. Wir spielen jetzt Sherlock. Du könntest da drin sein. Oder ich. Genau, nicht. Nicht wahr. Das ist ein Ding. Okay, ja, hier, guck da. Oder da? Warum darf ich nicht selber gucken? Ich sehe sie, wenn ich schlafe. Pinke Blumen fallen vom Himmel. Und Feuer? War das ihre Stimme? Bin gerade von Sophia runter. Sehr gut. Hast du schon gegessen? Genau wie Hannah. Ich war... Oh. Ja, komm. Ich sehe sie auch. Hey! Wo ist Hannah? Sie ist heute Morgen um 6:30 Uhr. Hannah ist weg. Respekt.
Aber da war ich auch schon wach. Wir sehen uns nur ein paar Beweise aus der Wohnung an. Die meisten davon sind im Labor, aber ein paar Sachen solltest du dir ansehen. Kein Grund zur Sorge. Der Chief Inspector wollte, dass wir das hier machen. Warum hier statt im Delphi-Haus? Ich hab's versucht, aber Dr. Bellet hat darauf bestanden. Nach dem, was heute mit Hannah passiert ist. Das ist natürlich ärgerlich, Christian. Kommen Sie rein. Das Wasser kocht. Ich weiß nicht, ob ich den so... Ich vertraue den nicht so. Weil die lieben Netten, die sind immer nachher... weiß ich nicht. Was denkst du? Joa, was soll's. Sind wir nah dran? Ja, das stimmt. Ist dir das? Ja, das weiß ich nicht. Ich sehe die ja immer nie. Nein. Nein, es fehlen ein paar Details. Okay. Was ist damit? Das war in ihrer Wohnung. Ihr Name ist Mia Green. Dieter. Sie war Patientin im Delphi-Haus. Techbook Gaming, hi. Sie hatte engen Kontakt zu deiner Mutter. Sie wollte sie andauernd schützen. Manchmal auf aggressive Art. Ich bin auch niemand. Sie schützen? Sie war schwierig, manchmal gewalttätig. Ihre Kindheit war höchst unangenehm. Aber die Freundschaft zu deiner Mutter half ihr. Erica. In der Nacht, als deine Mutter starb, brach Mia Green in die Arzneikammer ein. Sie starb an einer Überdosis. War das nicht die Frau, die sich da übergeben hat vor unserer Haustür? Und wir wollten ihr noch helfen, ne? Also, ne? Wir haben vor Gericht eine Exhumierung beantragt. Bis dahin arbeiten wir mit der Telefongesellschaft zusammen, um mehr über den Anruf herauszufinden. Brauchen Sie Hilfe? Nein, das geht schon. Blake, genauso wie, ja, unsere Mutter scheint noch zu leben. Oder sprechen die davon, irgend so ein Sektenritual zu machen, um die Mutter wieder auferstehen zu lassen? Ja, hier ist Sergeant Blake. Verwirrt. Unverzüglich. Ich muss gehen. Jemand brach ins Delphi-Haus ein. Ja, natürlich. Klar. Du nicht. Es ist nicht sicher. Warum? Hallo. Wir kommen mit. Ich komm mit. Nein, Erica. Er hat recht. Du kannst dort nicht helfen. Erica, alles okay? Du blutest. Gehen Sie. Ich kümmere mich um Sie. Warum haben wir alle Nasenbluten jetzt? Ein Insektenritual. Man weiß es das nicht so ganz, dort. Was die da treiben. Den Gang runter. Das wird wieder. Ja, ja. Ja, nach hinten lehnen, nicht nach vorne. Boah, sie hat ihre erste Regel. Ja, Fenster. Schon wieder der Fuchs. Was liegt denn da? Warum? Tampon in die Nase. Hilft sehr gut. Besonders die gehen jetzt alle da ins Delphi-Haus und lassen uns alleine. Naja, ich glaube, der eine Typ ist noch da, ne? Aber trotzdem. Das ist doch jetzt hier nicht sicher. Da kann mir doch keiner erzählen.
ganz langsam, ganz vorsichtig. Der ist tot. Da ist jemand drin. Da ist jemand drin. Geh rein. Schreien sie voll an. Kennt ihr das? Macht ihr das auch? Wenn ihr irgendwie einen Krimi oder sonst irgendwas guckt, einen Thriller, den Fernseher anschreien? Ja, der ist tot. Ja, was hast du gedacht? Ist derjenige noch da? Ein angeblicher Abschiedsbrief? Oder was ist es? Back in business. Let's get down, business. Sehr schön. Danke. Hallo? Ich würde das gerne drehen. Kann ich nichts damit machen? Achso, warte mal. Ist das irgendwie mit besonderer Geheimschrift? Nee, doch nicht. Oh, wow. Das ist doch dieses Mädchen, was auch da drin ist, oder? Oder spinne ich jetzt? Das ist doch... Fail. Okay, der war da also auch bei... Ja, habe ich doch aber gesagt. Der steckt da mit drin. Behalt diese Kette. Hallo, Erika. Du lebst noch, ich wusste das. Ja, genau. Hast du mich vermisst? Nö. Werf die dicke, fette... Na, Unglaube erstmal. Sie sind tot. Noch nicht. Nicht wie der Chief Inspector und die anderen. Steinbeck, Joe Haar. Sie stecken alle unter einer Decke. Ich Was werde dir nichts haben? Tun. Achso. Na ja, dann. Verachtung. Sie sind verrückt. Er gab ihnen seine Tochter. Was? Sein eigen Fleisch und Blut. Ich werde dich beschützen. Ja, das stimmt. Sie haben meinen Vater getötet. Er machte mich zum Monster. Er nahm deine Mutter und sperrte sie weg. Unter dem Delphi-Haus ist eine andere Welt. Geheime Wege und Türen führen dorthin. Okay. Ich gab dir das Medaillon, den Schlüssel zu allem. Aber du hast es weggegeben. Aber es gibt noch eins. Genau vor deiner Nase. Das war doch da bei dieser Zeichnung an der Wand, wo dieser Hohlraum war. Die Schlösser sind in den Wänden. Ja. Finde eins und sieh es mit eigenen Augen. Ab in den Keller, wo wir Gin gesoffen haben. Draußen im Wald gibt es eine alte Farm. Zwischen hier und dem Delphi-Haus. Ich warte dort auf dich. Draußen im Wald gibt es eine alte Farm. Komm ja, allein. Zwischen hier und dem Delphi-Haus. Ja, ich weiß. Ich warte dort auf dich. Ja, natürlich. Und zack, ist sie weg. Wer will mir das denn jetzt erzählen? Läuft ich heute. Hätte bleiben sollen. Ja, hättest du. Hier war niemand. Eine der Frauen hat versucht, in die Apotheke einzubrechen. Du kannst mal bei mir bleiben. Toby Newman. Sie hat eine Vorgeschichte. Das war also absehbar. Ja, dein Papa ist jetzt tot. I'm sorry. Kannst du ja sauber machen. Das war gemein. Läuft heute.
spreche weg vom Fenster. Was am Arsch, dankeschön. Alles okay? Kann ich dir irgendwie helfen? Nö, wir sind total ruhig. Mir geht's gut. Versuch etwas zu schlafen. Hier bist du sicher, versprochen. Wird schon wieder. Was es heute gibt? Wie immer. Cola, weißt du doch. Hat sie irgendwas gesagt? Irgendwas, das uns helfen könnte, sie zu finden? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Erica. Ja. Ob das jetzt so gut ist? Ich denke, ich weiß, wo wir sie finden. Ich glaube, das war nicht richtig. Ich glaube, das war nicht richtig, Leute. Ich bin einfach zu ehrlich manchmal. Ich ärgere mich jetzt schon. Warte hier. Kein Mucks. Halt die Türen geschlossen und den Kopf unten. Ich bin gleich zurück. Ich gehe jetzt mit. Lass mich erst nachsehen. Warum wollt ihr mich immer alle alleine lassen? Das gibt's doch nicht. Warte hier. Hier bist du sicher. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Und ich glaube, wenn ich dir vertrauen kann, dann stirbt er. Stell bitte nichts an. Bei mir auch. Das ist gut. Wir gehen ihm jetzt gleich hinterher, Leute. Ich bleib nicht hier alleine im Auto sitzen. Oder ich schnüffel. Ich schnüffel. Komm, hier, ich schnüffel. Guck. Geht nicht auf, ne? Nimm. Nimm. Ja, er ist nicht da. Lies. Bild ist raus. Ja, ich guck mir das gleich an. Hallo. AJ, bla bla bla. Okay, ja, dass die Kehle durchgeschnitten ist. Warum ist das jetzt eigentlich auf Englisch? Erica Anders. Ja! Ja, ist klar. Natürlich. Jetzt werden wir von ihm... Kannst nicht mal, Digga. Nicht sein Ernst. Der verdächtigt uns. Guten Tag. Das Licht ist an. Gesehen habe ich aber niemanden. Erica, nein, lies das nicht. Ja, zu spät. Ich weiß, dass du mich verdächtigst. Ich war es aber nicht, du Idiot. Nichts Persönliches. Mhm. Nur mein Job. Ja, ist okay. Ich weiß. Schnüffel den Kleber, los, tu es. Ich bin hier, weil ich dir vertraue. Und um die Frau zu fassen. Wir machen das zusammen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wen ich da überhaupt trauen kann. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dem jetzt zu trauen. Mhm. Naja, wir haben ja die Kette, ne?
Na, wo ist die Schweinekopfmaske? Das ist das Bild. Etwas gefunden? Was ist das? Meine Mutter. Läuft, Kübel. Wie immer. Vorwärts und rückwärts, ne? Hoch und runter. Vorsicht. Das Zeug ist äußerst halluzinogen. Ja, das kriegen die ganze Zeit oft bei der Klinik. Los. Wir verschwinden. Okay, ich hab doch gesagt, dem wir zu vertrauen, der stirbt dann. Oh Mann! Der Schicke! Ach Mann, das finde ich jetzt doof. Okay, die es Frau muss es wieder immer machen. Drei. Ein Reh, ein Fuchs und ein Kaninchen. Und ein Hase. Ja. Sie sehen in die Zukunft für Reichtum und Macht. Leute, ihr habt ganz hart aber einen... ohne den Schmetterling können sie nicht sehen. Deshalb brauchten sie deine Mutter. Und deshalb brauchen sie jetzt dich. Das ist die Mutter, ne? Sie ist gefangen, Erica. Hilf mir. Zusammen retten wir sie. Zusammen nee. Können wir sie befreien. Quatsch! Bullshit! Nein. Nur dem Ersatz deiner Mutter. Willst du das wirklich? Oder wirst du mir helfen? Gemeinsam vernichten wir Lucien und befreien deine Mutter. Nein, will ich nicht. Nein. Du hast ihn getötet. Mein Leben zerstört. Du bist es, Erica. Du warst es immer. Ach, Menno, ich muss heute noch ein Blutnacht durchstehen. Ah, 7 Days. Hä? Okay. Aber sie erzählte mir von der Zukunft. Wundervolle Dinge. Nur sie sehen konnte. Ich erzählte ihr von der Vergangenheit. Von einer großen Priesterin mit Schmetterlingsmal. Was hast du mit mir gemacht?
Wie komme ich hierher? Ich würde behaupten... Hiermit. Dein Vater schuf es. Atme es ein, ne? Und du tust, was ich sage. Ich kann dich jemanden töten lassen, oder wenn ich möchte, schneidest du dir die Kehle durch. Aha. Und das haben wir im Gin. Ach. Wir hätten doch keinen Gin trinken sollen. Aber ich habe ja nicht damit gerechnet, dass sie die ganze Zeit das trinkt. Ja, Gin schmeckt auch nicht. Definitiv nicht. Denn jetzt die ganze Zeit? Was ist mit er? Mit ihr? Wir haben jetzt auch schon Nasenbluten. Was es dir wohl angetan hat. Mein Ende naht. Wie viel Zeit bleibt dir noch? Das ist belanglos. Ich weiß, ich bin ein Monster. Ich verdiene den Tod. Genau dieses Mal. Deshalb wollte dein Vater sie haben. Und deshalb wollen sie auch dich. Eine Frau, die in den Flammen die Zukunft sehen kann. Woher weißt du von der Priesterin und dem Feuer? Was glaubst du denn? Er war einer von ihnen. Sie selbst. Strahlenkrankheit, ja, sieht wirklich ein bisschen so aus. Aber das ist ja dieses psychogene Zeug, was da gesprüht wird. Dein Vater überzeugte Lucien, dass mit Wissenschaft und Ritual die Zukunft gesehen und kontrolliert werden kann. Deine Mutter war das fehlende Teil. Sie. Nach allem, was ich dir gezeigt habe, nach allem, was du gesehen hast, wie kannst du zusehen und nichts tun? Wie kannst du sie damit davonkommen lassen? Ich glaube nicht an Rituale und Magie. Du kannst mich nicht belügen. Ich weiß, wovon du träumst. Ich träumte auch davon. Ich träumte von Blumen. Und von Feuer. Und Opferung. Eine Frau mit einer Maske. Deine Mutter. Die nach dir ruft. Und sie rief auch nach mir. Du hast kein Vertrauen, meinetwegen. Aber du weißt, dass hier mehr vor sich geht. Das ist richtig. Wenn ich falsch liege, halte mich auf. Okay, das ist ein Deal. Aber wenn ich recht habe, dann setzt du all dem ein Ende.
Okay. Okay. Machen wir. Geht klar. Schneid das Kabel durch. Mhm. Also ist er... Ja. Behalte es. Du brauchst es vielleicht noch. Das macht sie sympathisch. Da drin. Kann ich mich wenigstens verteidigen. Was ist denn da drin? Das Medaillon. Es wohl versperrt. Folge mir. Wir können ihn nicht leben lassen. Was? Er schlägt sonst Alarm. Und jetzt soll ich ihn umbringen. Ich mach nichts. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sie macht es. Auch okay. Hier ist zu viel Licht. Licht aus, Minnie Maus. Bring mich zur Geheimtür. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt schon wieder. Der hat doch Hallos. Du kannst nicht vorsichtig genug sein. Du musst deine Mutter retten, bitte. Egal, was es dich auch kosten mag. Das weiß ich noch nicht, Christian. Nimm sie und versprich's mir. Wenn du sie brauchst, benutze sie. Okay. Mach ich. Ich verspreche es. Danke. Thank you.
Du darfst nicht hier sein. Toby braucht ihre Behandlung. Lassen Sie sie in Ruhe. Sie suchen nach dir. Sie haben die Leiche gefunden. Ich glaube, dir geht es nicht gut. Wecken Sie sie. Das ist zu gefährlich. Das ist mir egal. Das ist ihre Therapie. Wir können sie nicht einfach wecken. Das braucht Zeit. Denken Sie sich was aus. Wenn ich die Schläuche entferne, kriegt sie einen Anfall. Aber ich kann ihr Epinephrin geben. Ja, es ist im Schrank. Ich muss es ihr ins Herz injizieren. Toby! Oh, lauf, Kirsty! Ich sollte nicht hier sein, aber ich kann Toby nicht hier lassen. Wir müssen sie wecken. Du musst die Schläuche rausziehen. Hieß das nicht, dass dann kriegt sie einen Anfall? Naja, okay. Tu bitte was! Epi. Sehr gut. Wow. Es ist nicht sicher. Kannst du laufen? Schaff sie von hier fort. Ja, scheint wohl wirklich wahr zu sein. Aber was machen? Warum? Wieso? Absoluter Bullshit wieder. Sag ich doch. Ich hab's doch gesagt, Leute. Keine Überraschung. Na? Erica? Was ist passiert? Ach. Ich bin's. Bitte. Ich glaub dir kein Wort. Leg die Waffe weg. Was immer auch passiert sein mag, wir können das gerade biegen, okay? Versprochen. Sehr gut. Rede mit mir. Geben Sie mir das Medaillon. Erica, bitte. Das ergibt doch keinen Sinn. Du musst dich beruhigen. Du machst mir Angst. Ich denke, dass du krank bist. Lass mich dir helfen. Ich weiß, dass Sie was verbergen. Und zwar dort. Hinter dieser Tür. Nein. Das Haus ist alt. Wir nutzen das als Lagerraum. Ja, dann kannst du mir ja einen Lagerraum zeigen. Dort gibt es nur kaputte Möbel und verstaubte Tücher. Du bist gefährlich. Gefährlicher, als du glaubst. Nein, ich glaube Ihnen nicht. Ich glaube Ihnen kein einziges Wort. Du musst mir auch nicht glauben. Du bist hier mit deiner Waffe eingedrungen. Du zielst mit dem Ding direkt auf mich und erwägst sogar Mord. Ich denke nicht, dass du zum ersten Mal so fühlst. Ich denke, dass du Hilfe brauchst. Was bin ich das gewesen, Robert?
Gott, was hast du getan? Ich bin nicht verrückt. Ich denke nicht, dass du den Unterschied kennst. Ich glaube, dass du Hilfe brauchst. Bitte, vertrau mir. Leg dir die Waffe nieder. Mia Green ist tot, Erica. Das ist nur in deinem Kopf eine Fantasie. Kann ich das anhalten? Kann ich das anhalten? Oh Gott. Okay, Leute. Waffe senken oder ihn erschießen? Diese Entscheidung treffe ich nicht alleine. Die müssen wir ja zusammentreffen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hat sie jetzt, Balla Balla? Erschießen? Ja, ich tendiere auch eher dazu, weil ich weiß nicht. Mein Bauch sagt es. Ja, erschießen. Okay. Zwei sind schon für erschießen. Also ich glaube, das wäre jetzt auch wirklich ein Fehler, die Waffe zu senken. Und ganz ehrlich, gehen wir mal davon aus, wir sind wirklich Gaga. Dann sind wir sowieso nicht zurechnungsfähig, also von daher. Bambi, ja. Alles klar. Okay. Leute, da würde ich sagen, wir schießen ihn mal, ne? Mhm. Was war das denn? Richtige Entscheidung. Ja, aber sowieso die ganze Zeit am Anfang gesagt, der ist komisch. Wenn das jetzt ein Lagerraum ist, ne? Mob und ein Eimer steht, ne? Das würde mich jetzt ganz hart wundern. Ist das echt unsere Mutter? Da mal um. Dieses Dampfzeug, Dingsda-Bumsda. Psychogene. Ich will es nicht anzünden. Was ist, wenn ich nichts mache? Das ist doch dieses psychogene Zeug da. Ich kann parallel mal kurz gucken. Ganz kurz, Luki Luki. Natürlich, natürlich, Christian. Ja, ich muss aber. Ich muss. Ja, aber jetzt machen wir doch genau das gleiche, wie wir das gemacht haben, wo wir gekippt waren.
Nee, das atmen wir nicht ein. Nicht der verrückt. Das Haus abgefackelt. Behalten oder wegwerfen? Das hat der Vater ja der Mutter geschenkt. Angeblich zur Hochzeit. Oder andersrum. Ich weiß es gerade nicht. Aber wenn ich es wegwerfe, würde ich einen Beweis von mir da lassen. Behalten, ne? Ja. Denke ich mal auch, ist die richtige Entscheidung. Ihre Feinde brennen, ihre Mutter ruht in Frieden. Verloren im Dunst verschwindet ihr Mentor und Erica verschmilzt mit der Nacht. Errungenschaft nicht allein, Service und Helden. Frieden erhalten, Tobis beste Freundin. Haben wir sonst noch Errungenschaften? Nö. Na, ja, nicht schlecht, Leute. Das war Erica. Also hat der Papa wirklich da irgend so einen Sektenquatsch gemacht. Also dieser Klinikleiter, den hatte ich ja die ganze Zeit. Also der, die Stimme von Dwayne Johnson. Den weiß ich nicht. Der war die ganze Zeit so komisch schon. Gerade weil die ja wirklich auch alle nachher Nasenbluten bekommen haben. Das war echt sehr, sehr strange. Besonders, was wollten die mir da erzählen? Aber hatte der Typ nicht eben auch noch, wo wir ihn erschossen haben, was in der Hand? Also im Ärmel hatte er ja das Medaillon. Aber hatte er nicht irgendwie eine Spritze in der Hand? Das sah so aus, als hätte er eine Spritze in der Hand gehabt. Das war nicht ganz koscher, nee. Definitiv nicht. Aber fand ich nicht schlecht. Außer, ich fand das schade, dass Blake gestorben ist. Das fand ich jetzt doof. Weil gerade, ich sagte ja von wegen so, ne? Wenn wir den Bullen vertrauen, jetzt den Kopf, dann stirbt er. Ich weiß halt aber auch nicht, weil sie war, diese Greenie, war ja plötzlich mal da, dann mal wieder weg, mal wieder da, mal wieder weg. Also wir haben ja auch dieses Zeug da, wie so ein Parfüm. Also ich denke mal, weil wir uns, wo ich mich entschieden hatte, da bezüglich den Blüten, dass ich da an Parfüm denke. Deswegen vermute ich mal, wurde es so. Aber ich fand es nicht schlecht. Es war echt nicht schlecht.